Hi, warte. Hier, bitteschön, na, vielen Dank. Ja, tut mir leid, ich gehe jetzt mal wieder, ne? Tschüss. Ja, danke, ne? Hallo, willkommen wieder zu unseren komischen Nachrichten. Mein Name ist. Und wir berichten wieder über dieselbe Scheiße, über die wir gestern auch wieder mal berichtet haben. Wir berichten auch wieder über coole Lifehacks von Sabine, über eine emotionale Botschaft von Dorothee Bär, einer nervenaufreibenden Dokumentation und ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber ein Rap. Ja, ein Rap. Ja, auf jeden Fall hat jetzt irgendeiner angekündigt, er möchte einen Rap machen, was überhaupt nicht so sein Stil ist. Ich, weiß es, aber ich will euch nicht die Überraschung verderben. Von daher Hals- und Beinbruch, so wie ich es gestern hatte. Naja, die Halskruste dürfte ich schon wieder abnehmen, aber es tut noch alles so weh. Aber ist vollkommen egal. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Nachrichtensendung mit sehr viel Scheiße. Und ja. Ui. Ach, ja, oh, da juckt's da hinten. Außerdem, was steht beim Veganer auf dem Grab? Er hat ins Gras gebissen. naja, ich bin nicht so der lustige Typ. Grätzi, ich bin's, die Dorothee. Ich weiß nicht, warum meine Eltern mich so genannt haben. Ich weiß es bis heute nicht, aber was ich auf jeden Fall sagen möchte. Ich benutze immer gerne einen Lockenwickler. Ja, ich finde ihn immer so gut, dass ich's kaum erwarten kann, immer früh aufzustehen. Unter die Dusche mit meinem Lockenwickler. Ja, da stehe ich komischerweise immer irgendwie unter Strom. Ich weiß auch nicht, das ist so ein komisches Gefühl. So ein Kitzeln oder so. Ja, und was ich sonst noch sagen möchte, ich spreche kein Deutsch. Ja, ich spreche, weiß nicht was für eine Sprache und ich esse gerne Pizza. Wirklich, mit Pepperoni. Die mag ich immer so gern. Da läuft's mir immer buchstäblich das Wasser im Ohr zusammen oder sowas. Oder weiß nicht, oder weiß nicht. Also, das gibt mir immer so irgendwie so Hinterhalt irgendwie, oder wie man das auch immer sagt. Ach ja, mein Gott, das Mikrofon. Ach, mein Gott, das Mikrofon, das kann auch nicht stillhalten, also echt. Und deswegen muss ich jetzt auch gleich bald das schon beenden, während ich mich nicht so verquatsche. Und deswegen möchte ich auch noch eine Sache bekannt geben. Ich hatte seit 9 Jahren kein Sex mit meinem Mann. Weil ich habe einfach keinen Bock auf noch ein zweites Kind. Oder weiß nicht, wie viele Kinder ich habe. Auf jeden Fall, ich möchte noch eine Sache da noch auch noch sagen. Das wird auch nicht die letzte sein, bestimmt. Ich hatte den Olaf gesehen. Mit der Baerbock. Wo ist auf einmal das Bild hin? Ach Mensch, Rexy, du sollst das Kabel doch gar nicht anknabbern, Mensch. Sofort ins Haus zurück. Naja, zurück ins Studio. Wow, besser wie so ein Blockbuster auf Pro7. Naja, jetzt kommen wir zu unseren Lifehacks mit Sabine. Also, ich bin nicht mit von der Partie, aber Sabine, die sitzt schon neben mir, die freut sich schon. Ja, ich weiß es. Und deswegen, sie ist auch unser Publikumsliebling, weil sie einfach wegen so fett ist. Und naja. Und deswegen möchte ich euch auch bitten, dass ihr schön nett zu ihr seid, auch wenn ihr sie ja bestimmt hasst. Naja, tschüss. Hallo, heute wollen wir uns schon mal ein ganz hohem Thema bei uns Deutschen widmen. Also, ich versuche es nicht auszusprechen, aber wie sperrt man die Wärme in die Heizung ein? Ganz einfach, weil man das nicht kann. Naja, aber auf jeden Fall, ich habe herausgefunden, wie man eine Wärmepumpe selber baut. Und zwar, indem man einfach ein Grillgitter nimmt,
zwei Toilettenpapierrollen und dann einfach noch Robert Habeck findet und der soll halt dann selbst die bauen. Ja, das ist doch eigentlich ganz klug, oder? Und wie kann man das machen? Ganz einfach, man tut den Robert Habeck mit Briefbomben bedrohen, mit Pfefferspray attackieren, dann in sein Haus tun und dann ihn zwingen, die Wärmepumpe reinzumachen. Das ist zwar kriminell, aber es kann durchaus prima gedeihen. Und das ist sehr clever. Huch, wir haben einen Anrufer. Hups, das war ein Ausrutscher. Naja, oh ja, das war ein Furz von mir. Ach ja, übrigens, der zweite Lifehack. Da geht es darum, dass man einfach Eis mixt. Selber, ne? Da muss man einfach auf Amazon gehen, in eine Eismaschine bestellen für 70 Euro und dann die aufbauen daheim. Dann kann man schon loslegen. Kann man Vanille, Maracuja-Kirsch oder was auch sonst immer machen. Alles eigentlich. Und so weiter. Ich hab, ja. Und dann habe ich die auch selbst erfunden. Und das ist auch sehr gut. Das ist die Sabines Eismaschine. Super, duper, Dingsbums. Kann man nur kaufen für nur 69,99 Euro. Ja, oder keine Ahnung. Und so weiter. Also, ich habe da schon ein Patent angemeldet. Klappt alles einwandfrei. Also, hey, ich habe die erfunden. Also, da habe ich auch ein Patent angemeldet. Aber die haben gesagt, die alte dicke Frau da hat's erfunden. Und so weiter. Das ist doch scheiße. Ich glaube, wir sollten jetzt langsam Schluss machen. Mit den ganzen Lifehack-Dingsbums. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja schon 65. Ja, ist ja schon gut. Ich werde schon das Patent zurückgeben. Auch wenn es nicht so klappt. Kommt, sollen Sie. Ja. Ich glaube, wir sollten echt losmachen. Komm, Kamera aus. Mein Gott. Hallo, ich konnte nicht erwarten, Rap zu machen. Ich liebe Wodka. Das ist alles. Alles. Oje, Sie sehen schon, wir haben gerade ein Problem. Und viel weiter mit dem Rap, bitte. Meine Eismaschine. Wir haben sehr viele Probleme und wir möchten sagen, Wladimir Putin wird es für uns retten. Der Warlord, der... So, das war's. Also, viel Spaß beim Nicht-Angucken hier.